So, Ruhe in Frieden, Unkraut. Jetzt bist du an einem besseren Ort. Es kann dir niemand mehr wehtun. Und damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Silber, der Randomized Nuzlocke Challenge. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, wir haben unseren zweiten Kameraden verloren. Und zwar Unkraut. Kurz nachdem ich die Pläne für Unkraut geäußert habe, wurde es uns genommen. Entschuldigung, ich musste gerade noch am Mikro was machen. So, wen nehmen wir denn jetzt mit? Ja, wir haben so. Ich nehme nochmal Seeper mit auf Reisen. Allein nur wegen der Teamvollständigkeit. Und dann weiter in Richtung Teak City. Aber wie ihr seht, ist es jetzt etwas dunkler, weil die Session natürlich weitergehen muss. Kurze Unterbrechung und in der Zeit. Nein, Unkraut hatte den Zerschneider. Ach, Walzer habe ich gefunden. Wer ist denn jetzt der Glückliche, der den Zerschneider lernen darf? Ich werde ihn Johnny geben, weil dann die bereits für Surfer geplant ist. Gesetzt im Fall, dann die überlebt es so lange. Haben wir einen Heuler weg. Aber wir werden erstmal nochmal zurück, uns die Gießkanne holen und unsere Pokémon heilen. Weil dann die immer noch paralysiert ist. Nutzfisch geht's noch gut. Ah, das ärgert mich mit Unkraut. Und alles nur, weil wir nicht in den Radioturm dürfen. Ich mache mir gerne doppelte Wege, weil ich mal wieder die Gießkanne vergessen habe. Ne, die waren ein höher, die Tanten. Hast du vom laufenden Baum gehört? Wenn du ihn gießt, schreckt er hoch. Oh, du bist besser als Bianca? Hast du vom laufenden Baum gehört? Netzt du ihn mit einer Shiki-Kanne, greift er an. Aber da du einige Orden hast, sollte es kein Problem sein. Sehr schön. La 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 la, da hast du Wasser, mein Hübsches. So, dann wollen wir es mal beträufeln gehen, ne? Weiß jetzt nur nicht, ob es dann wirklich ein Mogelbaum sein wird oder was anderes. Ich finde das so toll an der zweiten Generation, dass man auch durch Anklicken einfach nur VMs einsetzen kann. Das ist ein merkwürdiger Baum. Möchtest du die Shiki-Kanne benutzen? Ja.
Gerade benutze ich Schickikanne. Der merkwürdige Baum mag die Schickikanne nicht. Der merkwürdige Baum greift an. Nein, komm her! Ja, es ist ein Mogelbaum. Los, nutz Fisch! Ich muss ja jetzt auch Seepferd leveln. Los, Dundee! Holy moly! Kühl dich mal ab! Mimikry ist mir egal. Geh bitte weg. Nicht, dass du mir noch dann die wegnimmst. Wieder ein Heil-Item. Will ich nicht. Hier hin. Hast du diesen merkwürdigen Baum auf der Straße gesehen? Das könnte erklären, weshalb immer weniger Menschen die Alfruin besuchen. Alfruin, das war doch... Genau. Da habe ich ja schon mein Glück versucht. Route 36. Haben wir jetzt auch auf Select? Route 35, Nationalpark. Das heißt, das ist eine neue Route und ich darf ein neues Pokémon fangen. Okay, erstmal in Viola City. Der Fahrradladen. Alcado, unsere Fahrradverkäufe brechen alle Rekorde. Das verdanken wir nur dir, weil du mit unserem Fahrrad herumgefahren bist. Als Dankeschön darfst du das Fahrrad behalten. Herzlichen Dank. Kein Ding. Zurück. Wollte gar nicht hin. Hast du diesen seltsamen Baum weggeschafft? Ich bin beeindruckt. Ich möchte dir dies geben. Neue Tieren. Das ist der Zertrümmerer. Damit kannst du Felsen mit einem einzelnen gut gezielten Schlag zertrümmern. Sind dir irgendwelche Steine im Weg, dann zertrümmer sie einfach. Jo, Nora und ich arbeiten immer zusammen. Ich war gerade ein bisschen irritiert mit dem Jo. Nora und Jo möchten kämpfen. Panzer.
Wehe, du fliegst in die Luft. Los, Johnny. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Weg damit. Radfratz. Das wollte ich gar nicht machen. Und ich sehe gerade, dass ich nochmal zum Namensbewerter muss. Ich habe mal wieder den Text weggeklickt, ich bin die. So. Wo sind wir denn jetzt? Genau, jetzt sind wir auf Route 35. Geht danach doch erstmal in den Nationalpark, oder? Wie nenne ich denn Zebra? Ich kenne jetzt auch kein bekanntes Seepferdchen. Hier wollte ich auch gar nicht hin. Hintergrund. Hallo, ich bin der Namensbewerter. Ich bewerte die Namen deiner Pokémon. Soll ich einen Namen bewerten? Ja. Welches Pokémon-Spitznamen soll ich bewerten? Zebra, das ist kein schlechter Name. Aber überlege dir einen besseren. Soll ich ihm einen neuen Namen geben? Wie nenne ich Zebra? Bin richtig nett zu Zebra. Weil ich werde es ja immer nur für als Ersatz nutzen. Okay, der neue Name dieses Pokémon ist Ersatz. Der Name ist besser. Gut gemacht. Ja, der trifft auch auf Zebra sehr gut zu. Wollte noch mal was gucken. Eigentlich wollte ich mir ja hier einen Sonnenstein holen, um Unkraut zu entwickeln nachher. Ihr weiß schon, ne? Ja. Also höher. Auch nichts für mich. Und hier auch nicht. Einmal kurz ins Untergeschoss. Weil die Kisten verschieben sich ja da. Aber bisher nicht wirklich. Doch, hier an das Item komme ich jetzt ran. Ein Hyperball. Viele Bälle habe ich jetzt. Nochmal ins Kaufhaus gegangen. Ach, für zwei Pokémon sollte es ausreichen.
Ah, da sind wir. Gehen wir jetzt erst in den Nationalpark. Falls ich gewinne, erhalte ich die Pokédex-Sticker meines Gegners. Ich spiele mit den Stickern, die ich aus meinem Pokédex gedruckt habe. Kann ich überhaupt was sagen? Pass bitte auf. Oh, ich muss aufhören, immer wie ein Lehrer zu denken. Du musst ein Pokémon-Trainer sein. Dass du so hart arbeitest, möchte ich dir. Da du so hart arbeitest, möchte ich dir dies überreichen. Die Flinkklaue. Gib die Flinkklaue einem Pokémon. Manchmal erhält es durch sie die Initiative. Nehmen wir die Makabrador. Ähnlicher Ersatz. Auf Nutzfisch. Sehe ich denn hier sonst gar nichts? Für keine Pokémon zu fangen, doch. Ja, für was muss Sepa weichen? Ein Stalos! Sehr schön. So, und wie nennen wir Stalos jetzt? Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber... Animax Deal. So, dann gehen wir mal sehen, wer wieder austauschen. Nehmen wir Ersatz gegen Max Deal tauschen. Aber bevor ich das mache, gucke ich erstmal, was ich hier noch bekomme. Okay, das wollte ich nicht. Ich werde jetzt deine Gedanken lesen. Mach das mal. Ich und Jack. Los, Ersatz. Setz ihn da ein. Taubenking. Und da ist mir gerade irgendwie die Kamera abgerauscht. Ja, Rosana wechseln wir auf jeden Fall aus. Da kommt... Ja, Johnny. Johnny macht das.
Oh. Oh. Irgendwie war das klar, dass es mit Todeskuss kommt. Ogason. Da kommt nochmal Taubenking für rein. Solange es keine Eisattacken kann, bin ich glücklich. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Taubenking keine gute Idee gegen Corazon ist. Da kann er nur noch Gute Nacht helfen. Diese alle Härtner machen, ne? Echt jedes zweite Pokémon hier kein Härtner. Hey, Taubenking ist Level 18. Aber Gute Nacht noch nicht Level 20. Ich habe mich wohl bei dir verlesen. Ich hatte noch kein Pokémon, ne? Ich mache mir das einfach. Muss mal kurz was nachprüfen, diese Move zählt hier nicht. Wenn es jetzt ist, dann werde ich natürlich nach einem Grasaf suchen und mir das holen, ne? Okay, es ist die neue Route. Also ist Grasaf noch. Tut mir leid, Kabuto. Grasaf. Typen gibt es ja hier noch nicht in dieser Edition, also ist das noch nicht ganz so wild. Da ist Rasa. Und sogar auf dem gleichen Level. Besser geht's nicht. Möge mir dich mal ein bisschen zu, ne? Aber auch wenn wir jetzt einen Rasa fangen, ihn nehmen werde ich ihn nicht. Ja, auch nichts mehr trifft. Das hätte ich nicht sagen sollen. Gleich kriegen Crit Wetten. So, gehst du jetzt in deinen Ball? Ach, Rasaf, was machen wir nur mit dir? Dann blubbern wir dir noch ein, ne? So, nächster Versuch.
Du willst noch eine gute Nachtgeschichte hören, ja? Fliegen wir hin, Razaf, ist gar kein Problem. Ich erzähle dir die schönste gute Nachtgeschichte, die du bisher gehört hast. Also sofort einschlafen. War eine schöne Geschichte, ne? Bitte was? Alter Razaf, langsam gehst du mir auf den Sack. Fühlst du dich in einem Pokéball wohle? Entschuldige bitte, aber einen Hyperball bekommst du von mir nicht. Falls du es darauf anlegst. Drei Superbälle habe ich noch mit dem Versuch, ich soll, sonst kriegst du eine geklatscht. Oder sagen wir zwei, vielleicht überlebst du den Klatscher, ja. Ich glaube zwar nicht wirklich dran, aber hey. So, erstmal eine Nackenschelle für dich. Und du überlebst es natürlich nicht. Natürlich kritte ich. Ah, Ersatz ist Level 13. Gute Nacht, Level 20. Ja, möchte ich. Sehr gut gemacht, Johnny. Jetzt hier. Aber ich sehe auch gerade, dass wir wieder über der Zeit sind. Meine Zeitanzeige ist hier jetzt natürlich fehlerhaft, weil der Ding ist ja abgestürzt. Die Kamera und dadurch ich neu starten musste. Aber das soll nicht euer Problem sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!